Hallo und herzlich willkommen im Keller und es geht weiter mit der Zytologie-Reihe. Wir haben uns letztes Mal mit dem Aufbau von Bakterien beschäftigt, also von Prokaryoten. Und die eine wichtige Sache war mir dabei zu erwähnen, dass es sich eben um einen Einzeller handelt, der eigentlich keine wirklichen Innenräume, zusätzlichen Innenräume in seinem Zellplasma bilden kann. Was funktioniert, ist eine Einstülpung der Zellwand, die das Ding nach außen hin schützt bzw. abgrenzt von der Umwelt in Form von Einfaltungen. Und mit diesen Einfaltungen entsteht dann quasi ein zusätzlicher Innenraum. Damit ist es möglich, dass in diesem zusätzlichen Innenraum eine andere Stoffkonzentration herrscht als im eigentlichen Zytoplasma, also dieser wässrigen Lösung, die sich im Bakterieninneren befindet. Damit gibt es einen Konzentrationsunterschied und wir haben die Fusion, einen Gradienten der Stoffkonzentration und einen Fluss der entsprechenden Stoffe. Dieser Fluss kann quasi als Wasser auf einem Mühlrad verstanden werden und durch die Bewegung dieses besagten Mühlrads haben wir mechanische Energie, die wir in chemischer Form nutzbar machen können. Unter anderem kann damit zum Beispiel Adenosindiphosphat um ein weiteres Phosphat zu einem Triphosphat erweitert werden und dieses Adenosintriphosphat in letzter Instanz ist dann quasi die Energiewährung in Zellen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe so als kleinen Bobbel mit einem E drin auf das Bakterium gemalt gehabt. Auch für die Photosynthese ist eben dieser Prozess der Konzentrationsunterschiede und des Stroms an Protonen durch einen Membran eben wichtig, um die einzelnen CO2-Moleküle, die bei der Photosynthese ja benötigt werden, mittels der Energie, die letztendlich aus dem Licht stammt, zu einem Zucker zusammenzubauen, der dann eben als Ausgangsnahrungsmittel für alle Organismen letztendlich dient. So, das wäre die Wiederholung vom letzten Mal gewesen, die allerwesentlichen Aspekte. Was ich letztes Mal aber nur angerissen hatte, nämlich, dass sich in unserem Bakterium auch so etwas namens DNA befunden hat, das werden wir jetzt vertiefen und uns mal grob damit auseinandersetzen, was DNA eigentlich ist. Dann, was man damit tun kann, beziehungsweise was in der Zelle damit getan wird. Und letztendlich, wie DNA als der Bauplan für sämtliche Proteine fungiert. Und man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass Proteine letztendlich das sind, was alle Stoffwechselvorgänge und alle Vorgänge in Lebewesen, den ganzen Prozess des Lebens in Anführungszeichen steuert. Ohne Proteine läuft nichts. Alles, was in irgendeiner Form abläuft, in uns oder in Pflanzen oder in Pilzen, wird von Proteinen maßgeblich beeinflusst und ist einfach nicht vorstellbar ohne. Wenn wir zurückdenken an unser Urviech, diese ganz einfache Zelle, die mehr oder weniger aus dem Nichts sich gebildet hat, auch da war es schon notwendig, dass sich im Zellinneren ein Katalysator befunden hat, der die Konzentration der blauen oder roten Bobbel, ist jetzt wurscht, welche das gewesen sind, dahingehend beeinflusst hat, dass sie sich im Zellinneren schneller umgesetzt haben als außen. Und damit quasi die Konzentration im Inneren niedriger war als außen, wodurch von außen neue Reihen diffundiert sind. Dieser Katalysator, der dadurch Zufall bereits eingeschlossen war, das ist so ein Protein, wie sie quasi gebildet werden anhand des Bauplans, den die DNA darstellt. Die DNA ist also letztendlich ein Bauplan für Proteine. Nicht mehr und nicht weniger, aber das reicht auch, um eben zu funktionieren. Jeder Organismus hat eine identische DNA. Man kann allerdings nur noch unterscheiden zwischen prokaryontischer, einfacherer DNA und eukaryontischer, komplexerer DNA. Die enthält noch zusätzliche Sequenzen, die auf prokaryontischer DNA nicht drauf sind. Der Unterschied ist jetzt aber für uns in diesem Zusammenhang, wie ich es jetzt erklären möchte, erstmal völlig irrelevant. Und nur dann wichtig, wenn man sich wirklich ganz intensiv mit der Thematik auseinandersetzen möchte. Okay, und damit schauen wir uns die DNA mal näher an. Ich versuche das jetzt nur so weit zu erklären, wie wir es auch wirklich brauchen fürs weitere Verständnis. Was wir nicht brauchen, versuche ich wegzulassen, auch wenn es theoretisch teilweise ganz interessant wäre. Ein paar Exkurse kann ich mir vielleicht trotzdem nicht verkneifen. Schauen wir mal.
Das hier oben ist jetzt eine vereinfachte Darstellung von einem sehr kurzen Stück DNA. Reicht für unsere Zwecke so ein kurzes Stück erstmal aus. Wichtig ist jetzt erstmal dieser Teil, da drüben kommen wir gleich dazu. DNA besteht aus zwei Strängen von Basen. Basen sind A's, C's, G's und T's. Und das war's auch schon. Es gibt nur vier. Und die bilden jeweils mit dem entsprechenden zweiten DNA-Strang ein Basenpaar. Und zwar bilden immer A und T ein Paar und C und G ein Paar. Immer. Das ist ein Gesetz. Das ist tatsächlich mal nichts, wo es eine Ausnahme in der Biologie gibt. Bei DNA immer CG, GC, AT, TA bilden jeweils ein Basenpaar. Und mit diesen nur vier möglichen Buchstaben, die man quasi in der Sprache DNA zur Verfügung hat, kann man jetzt nicht so viel ausdrücken. Deswegen müssen einzelne Wörter entsprechend lang sein, weil man ja nur wenige Möglichkeiten hat, eben Buchstaben zu verwenden. Es kann also durchaus sein, dass ein einzelner Bauplan für ein sehr einfaches Protein möglicherweise schon 1000 Basenpaare lang ist. Also 1000 A's, C's, G's, T's oder C's. Habe ich schon gesagt? Glaube ich. Egal. Jedenfalls wichtig ist wirklich dieses, hat man einen Strang, wenn man jetzt die beiden Stränge teilen würde, kann man aus dem einen Strang sofort herleiten, wie der andere Strang verläuft. Hat man auf dem einen Strang ein A, muss auf dem anderen Strang ein T sein. Hat man auf dem ersten Strang ein C, muss auf dem zweiten Strang ein G sein. Man kann also immer aus einem Strang die gesamte DNA reproduzieren, den zweiten Strang aus dem ersten herleiten. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Dann ist noch wichtig zu sagen, warum kann sich nur A mit T und C mit G verbinden? Das hat chemische Gründe, und zwar gehen die unterschiedlichen Zahlen von Wasserstoffbrücken zwischen ihren jeweiligen Molekülstrukturen ein. Die einen, A und T zum Beispiel, machen von mir aus zwei Wasserstoffbrücken und C und G machen von mir aus drei Wasserstoffbrücken. Kann auch andersrum sein, tut für unsere Zwecke nichts zur Sache. Nur, dass ihr versteht, das kann nicht anders sein. Das funktioniert aus chemischen Gründen eben nicht anders als A mit T und C mit G. So. Wichtig ist jetzt noch zu sagen, es handelt sich um einen sogenannten Triplet-Code. Also jeweils drei Buchstaben in Folge kodieren mit einem Triplet für eine Aminosäure. Ich schreibe mal drüber AS. Wichtig ist jetzt, Aminosäuren gibt es 20 Stück auf der Welt. Also in der ganzen Biologie gibt es 20 Aminosäuren. Aus diesen 20 Aminosäuren, die jeweils von drei Basenpaaren in der DNA kodiert werden, setzt sich jedes Bioprotein zusammen. Aus diesen 20. Es kann aus sehr, 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 sehr vielen Aminosäuren bestehen, so ein Protein. Zum Beispiel, ein Testosteron von mir aus. Das ist ein Hormon, aber jedes Hormon ist auch ein Protein und besteht damit aus einer gewissen Anzahl von Aminosäuren, die in bestimmter Weise miteinander verknüpft sind. Und die möglichen Bausteine, die Aminosäuren, die zur Verfügung stehen, das sind eben diese 20 Stück. So, jetzt haben wir aber für die jeweiligen Triplets viele verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Triplet aussehen kann. Das kann GCT sein, das kann AAA sein, CCC, GAT, also alle möglichen Varianten, die man sich da vorstellen kann. Und zwar sind das, Moment, 4 hoch 3 Möglichkeiten. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Macht insgesamt 64 mögliche Kombinationen. Also wir haben 64 verschiedene Triplets. Aber nur 20 Aminosäuren. Daraus ergibt sich, dass mehrere Triplets, also von mir aus AAA, GCG, CGG, TAC,
Alle für dieselbe Aminosäure kodieren. Teilweise gibt es Aminosäuren, die werden von 6 Triplets kodiert. Es gibt auch wenige Aminosäuren, die nur von 1 oder 2 Triplets kodiert werden. Aber Tatsache ist, wir haben mehr Möglichkeiten, mit unserem saumäßig einfachen DNA-Code Worte darzustellen, als wir überhaupt bräuchten. Wir bräuchten bloß 20 Möglichkeiten. Wir haben aber 64, ne? Also da ist ordentlich Verschwendung im Spiel und das ist auch wichtig, um nämlich Fehler auszugleichen. Wenn nämlich jetzt irgendwas nicht stimmt und da steht irgendein Buchstabe an der falschen Stelle, kann es durchaus noch sein, dass auch wenn sich da was vertauscht, das Triplet trotzdem noch für die richtige Aminosäure kodiert, weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, welches Triplet eine dieselbe Aminosäure bilden kann. Also man vermutet, dass diese Verschwendung in den Möglichkeiten mit der DNA Worte darzustellen, also Triplets darzustellen, obwohl es nur 20 Aminosäuren gibt, noch ein zusätzlicher Schutzmechanismus ist. Das wäre eine mögliche Erklärung ökologischer Art, warum das so ist. Genau wissen tut das aber niemand, da kann man nur spekulieren. So, das ist also quasi kurz erklärt der genetische Code. Jeweils 3 Basen auf der DNA kodieren für eine Aminosäure, davon gibt es 20 Stück. Aus diesen 20 Aminosäuren ist jedes beliebige große Protein, das irgendwo in der Biologie eine Rolle spielt, aufgebaut. Zum Beispiel ein sehr prominentes Protein wäre Rubisco, möchte ich jetzt auch nochmal nennen. Rubisco ist dieses eine Protein, das für die Photosynthese unbedingt notwendig ist. Das ist quasi das, was dafür sorgt, dass überhaupt die einzelnen CO2s zusammengebaut werden können zu Zucker. Und wie wir schon gelernt haben, wenn das nicht ginge, wenn kein Zucker aus dem Nix bzw. aus fast Nix synthetisiert werden könnte, dann gäbe es das ganze Leben auf dem Planeten, was über Bakterienstatus hinausgeht, nicht. Ne? Also Rubisco wichtig und Rubisco funktioniert so. Setzt sich aus diesen 20 Aminosäuren zusammen und hat einen entsprechenden DNA-Strang, der damit für Rubisco kodiert. So. Jetzt ist so eine DNA unglaublich lang. Sehr primitive Pflanzen, höhere Pflanzen, haben 70 Millionen Basenpaare. Also 70 Millionen solche Dinger. Das ist ein sehr kurzes Genom. Die Gesamtheit der DNA nennt man Genom. Teile dieses Genoms sind Gene. Also einzelne Abschnitte, weil die eben für diverse Aminosäuren, die zusammen ein wichtiges Protein bilden, kodieren. So ein Gen kann, also ist immer in irgendeiner Form ein Protein. Dieses Protein hat aber auch teilweise Auswirkungen, wo man gar nicht glauben würde, dass dafür einzelne Proteine für zuständig sind. Es können auch mehrere Proteine für die andere, eine dieselbe Sache zuständig sein, beziehungsweise viele Proteine an einer Sache, die auf der DNA kodiert ist, beteiligt sein. Beispiel Haarfarbe ist so ein ganz beliebtes Ding. Die Haarfarbe ergibt sich daraus, dass auf der DNA kodiert ist, welchen Farbstoff, der dann quasi in den Haarwurzeln eine Rolle spielt, das jeweilige Individuum halt nun mal hat. Das steht da drin. Beispielsweise sowas, was relativ schwarz färbt oder braun. Und jetzt ist es halt unterschiedlich. Manche haben dann eben dieses braune Ding. Andere Leute haben dieses braune Ding schlicht und ergreifend nicht. Die sind dann tendenziell blond. Das wäre also eine so eine Möglichkeit, wie eben aus einem Protein ein bestimmtes Merkmal, was uns ausmacht, abzuleiten wäre. Ich möchte aber gar nicht so groß auf Vererbungslehre und den guten Herrn Mendel eingehen, ist für den weiteren Verlauf dessen, was ich so erzählen möchte, gar nicht so wichtig. Und damit kommen wir jetzt zu diesem schönen Bildchen und machen vorher einen kleinen Schnitt. So, und zur Verdeutlichung machen wir jetzt hier noch ein interessantes Rechenbeispiel. Und zwar geht es jetzt hier um, was ich zeigen möchte, ist, wie viel Informationen haben denn auf so einer DNA eigentlich Platz? Wie gut eignet die sich, um den gesamten Code des Lebens, wenn man es so nennen möchte, zu speichern? Und dafür eben jetzt hier so ein kleiner Vergleich. Wenn wir statt den 4 Basen, die man bei der DNA zur Verfügung hat, zum Beispiel wirklich das komplette deutsche Alphabet hätten, also 26 Buchstaben, dann hätten wir auf einem sehr kurzen Stück DNA von 5 Basenpaaren,
die Möglichkeit, fast 12 Millionen Worte unterzubringen. 26 hoch 5 Möglichkeiten. Das ist großartig. Das funktioniert bei der DNA halt eben nicht, weil die hat ja nur 4 Buchstaben und nicht 26 quasi. So, wenn wir jetzt statt der DNA das Dezimalsystem hätten, dann hätten wir immerhin noch 10 hoch 5 Möglichkeiten, also 100.000 Worte, die wir an 5 Basenpaaren quasi anbringen könnten, beziehungsweise die uns da dann zur Verfügung ständen. Mit der DNA selbst, das ist jetzt das Beispiel 4 hoch 5 Möglichkeiten, haben wir dann 1024 mögliche Worte. Und das Interessante ist jetzt, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, um zu demonstrieren, wie mächtig diese DNA eigentlich ist und wie viele mögliche potenzielle Informationen die DNA eigentlich enthält, ist das, dass der Binärcode, den man aus der EDV kennt und im Prinzip Einsen und Nullen darstellt, was letztendlich all das ist, was unsere gesamte Computertechnologie antreibt. Letztendlich basiert alles auf Einsen und Nullen. Selbst der komplizierteste Hightech-Computer rechnet nur mit Einsen und Nullen. Letztendlich, der hat gerade mal 32 Möglichkeiten, mit seinen Einsen und Nullen bei 5 Stellen eben mögliche Worte darzustellen. Das heißt, die DNA ist sehr, 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 sehr viel mächtiger als Datenspeichermöglichkeit verglichen mit all unserer ach so tollen fancy Computerindustrie. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und da mal ein bisschen drüber nachdenken. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt mal ein DNA-Stückchen von 12 Basen Länge. Das kodiert dann für 4 Aminosäuren, weil wir ja gerade gehört haben, dass jeweils 3 Basen für eine Aminosäure kodieren. So, jetzt gibt es 20 mögliche Aminosäuren und damit haben wir 20 hoch 4 Möglichkeiten, unterschiedliche Proteine darzustellen. Und das sind jetzt schon 160.000. Allerdings sind Proteine halt eben in der Regel nicht nur 4 Aminosäuren lang, sondern mitunter deutlich länger. Worauf ich also hinaus möchte, ist, mit der Möglichkeit der DNA für Aminosäuren zu kodieren und davon 20 Stück, hat man quasi unendliche Möglichkeiten, jede erdenkliche Menge an Proteinen quasi letztendlich herzustellen in der Natur. Also die Macht der DNA, wenn man so sagen möchte, quasi und beliebig viele, noch so komplexe Informationen zu speichern, ist definitiv vorhanden. Und weshalb macht man jetzt in der Gentechnik oder beim Klonen von was auch immer nur sehr langsam Fortschritte und das mit dem Klonen funktioniert bei komplexeren Organismen noch nicht so richtig? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir mit 12 DNA-Basen viel mehr Informationen haben, als quasi diese 160.000 möglichen Proteine überhaupt brauchen. Und das macht irgendwie jetzt keinen so großartigen Sinn. Man weiß nicht, warum das so ist. Da aber in der Natur in der Regel nie was verschwendet wird und die DNA quasi zu viele Informationen enthält, mehr als man eigentlich braucht, es aber, wie gesagt, nie vorkommt, dass irgendwelche Ressourcen unsinnig ausgegeben werden in der Natur, kann man davon ausgehen, dass wir die DNA halt eben noch nicht völlig verstanden haben. Wir haben auf 12 DNA-Basen ca. 16 Millionen möglicher Worte, die das quasi bilden kann. Wir bauen daraus, wir bräuchten aber eigentlich viel weniger, weil wir nur 160.000 Proteine daraus bauen können. Also was ist mit dem Rest? Was ist mit der ganzen anderen Information, die wir nicht zuordnen können, die da quasi sinnlos zu sein scheint? Und das ist eben meine feste Überzeugung und die vieler anderer Leute, das gibt es nicht. Es gibt keine sinnlosen Ressourcenverschwendungen in der Natur und schon gar nicht in der Biochemie. Und deswegen muss da noch irgendwas dazwischen sein, was wir nur noch nicht kennen, weshalb eben auch solche Sachen wie Klonen und so weiter und so fort eben noch nie so wirklich richtig gut funktioniert haben bei so richtig komplexen Organismen. So, das wollte ich an dieser Stelle nur noch anmerken. Und jetzt machen wir weiter, wie das genau funktioniert mit der Umsetzung von DNA
in Aminosäuren. Nun kommen wir zu diesem Ding hier unten. Dafür müssen wir jetzt nochmal wissen, wenn die DNA so als geschlossener Doppelstrang vorliegt, dann ist sie quasi das ihre Speicherform. In der Form soll die Information, die draufsteht, gespeichert sein und gut geschützt. Deshalb liegt sie ja auch in Doppelstrangform vor. Sollte ein Strang aus irgendwelchen Gründen beschädigt werden, kann er vom anderen Strang reproduziert werden. Ist also auch wieder ein Sicherheitsmechanismus. Hat noch diverse andere Funktionen, aber unter anderem ist es ein Sicherheitsmechanismus. Das ist die unveränderliche Grundlage für den ganzen Organismus, wie der aufgebaut ist. Das Ding ist wertvoll und muss unter allen Umständen geschützt werden. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie irgendeine unglaublich wichtige Datei, die man auf dem Computer rumfliegen hat, die man auf keinen Fall verändern möchte. Und was macht man, wenn man dann daran rumdoktern will? Man schafft sich eine Sicherungskopie. Beziehungsweise man macht sich eine Arbeitskopie von dem unglaublich wichtigen Originaldingens, mit der man schaffen kann, wo man Zeug dran verändern kann, wo man Mist bauen kann, ohne dass die eigentliche Originaldatei beschädigt wird. Und man kann von der Originaldatei immer wieder neue Arbeitskopien machen. Wenn also eine nichts geworden ist, ist nicht schlimm, dann macht man sich halt eine neue und dann schafft man daran weiter und probiert vielleicht noch irgendwelche neuen Dinge aus. So, und so funktioniert das auch bei der DNA. Damit nämlich aus unserem Code irgendwas abgelesen werden kann, wird erst eine Sicherungskopie, Transkription, also die Umsetzung der DNA, ein Transkript wird angefertigt, mit dem man arbeiten kann. Und wie gesagt, wenn das kaputt geht, scheißegal, das Original steht weiter zur Verfügung. Und der Prozess, bei dem das passiert, das ist eben die Transkription. So, und die habe ich hier jetzt mal dargestellt. Jetzt haben wir hier so eine Blase. Die kann man sich so vorstellen, dass die DNA quasi hier aufgeklappt wird, auseinandergeht und wir bekommen eben diese Blase. Dann haben wir hier oben den orangenen Strang, haben hier unten den lilanen Strang, ist der da, und in der Mitte haben wir jetzt ein bisschen Platz. Die Stränge liegen also jeweils einzeln vor, aber nur weil sie quasi auseinandergespreizt worden sind, die sind jetzt nicht getrennt. Würde jetzt der rote Bobbel hier verschwinden, das ist der, der die aufgespalten hat, hab vergessen, wie der heißt. Das ist jedenfalls ein wesentliches Enzym, das bei der Aufspaltung der DNA, also bei der Öffnung der DNA zur Herstellung einer Arbeitskopie wichtig ist. Wenn der verschwindet, dann geht das von alleine auf der anderen Seite wieder zu. Beziehungsweise der wandert voran, macht die Blase weiter auf, die Blase wandert in diese Richtung und von der anderen Seite geht es hier wieder zu. Also nichts geht kaputt und das ist ein sehr schonender Prozess, bei dem die DNA auch nicht gefährdet wird. So, und jetzt haben wir noch diesen Gesellen hier. Der fährt mit seiner Sonde den DNA-Strang entlang in diese Richtung. Und wenn er zu einem A kommt, also hier ist er schon gewesen, dann baut er auf der anderen Seite ein U. Was ist jetzt ein U? Dazu kommen wir gleich. Wenn er zum C kommt, baut er auf der anderen Seite ein G. Wenn er zum T kommt, baut er auf der anderen Seite ein A, beim A ein U, beim G ein C, beim D ein A, beim C ein G und immer so weiter. Der baut also wirklich, hier ist dieser blaue Strang, hier blau angedeutet, eine Arbeitskopie der DNA, die sogenannte RNA. RNA ist immer die kurzfristige Kopie, die lebt auch nicht lange, die hat eine gewisse Haltbarkeit, die geht irgendwann von alleine kaputt. Also Mindesthaltbarkeit sozusagen, ein Verfallsdatum, das Wort habe ich gesucht. Und mit der kann man halt machen, was mal lustig ist, weil man immer wieder neue anhand der Original-DNA herstellen kann. Die bleibt hier jetzt nicht kleben an unserem DNA-Strang, also tut sie doch, aber nur kurzfristig. Die wird dann einfach abgelöst, fliegt da raus und steht dann weiter unten auf dem Papier. Das ist sie dann. Das ist das Resultat der Transkription, ist dieser kurze Strang hier von RNA. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Kamera wieder richtig hinstellen. Nach einem ähnlichen Prinzip, wie das dieses Ding hier, das sich übrigens RNA-Polymerase nennt, ankommt, die DNA abschreibt und einen mRNA-Strang dafür baut. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Replikation der DNA. Wenn sich eine Zelle teilen möchte, muss sie auch einmal vollständig ihre DNA verdoppeln. Das funktioniert auch so, dass wieder diese Blase aufgemacht wird von dem roten Kerl hier. Und unser grünes Ding hier
hat dann von mir aus eine andere Farbe, weil es dann die DNA-Polymerase ist, nicht die RNA-Polymerase. mRNA ist eigentlich der ganz korrekte Begriff für dieses Ding. Man kann es aber auch mit RNA abkürzen, vielleicht für Verständnis etwas wichtiger, besser. Der würde dann eine Original-DNA-Kopie hiervon herstellen und nicht eine RNA-Kopie. Jetzt muss man natürlich an dieser Stelle sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen RNA und DNA? Eine RNA hält weniger lang, hat, naja, einfachere Bauteile und statt T gibt es U. Uranin heißt das, glaube ich, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, das hat für die Auswirkungen überhaupt keine Auswirkung. Das ist einfach nur so ein kleines chemisches Detail. Mag sein, dass es dafür Gründe gibt. Ich kenne sie nicht und wüsste auch nicht, wozu sie wichtig sein sollten. Aber der Korrektheit halber, RNA enthält U statt T. Daran kann man auch erkennen, ob man es mit einer RNA oder mit einer DNA zu tun hat. Wenn es U drin sind, ist RNA. So. Und im Prinzip ist das auch schon der ganze Zauber gewesen. Wir haben jetzt eine Arbeitskopie unserer DNA. So, an diesem Punkt könnte man sich jetzt noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, wie dieser Prozess der Transkription eigentlich ganz genau vonstatten geht. Ist aber für die weitere Ökologie schnurzpiep egal und darauf will ich letztendlich hinaus. Es reicht also diese sehr stark vereinfachte Darstellung für uns vollkommen aus. Kommen wir zur Translation. Da wird die Arbeitskopie, unsere mRNA oder RNA-Kopie von der DNA, umgesetzt in das, wofür die DNA eigentlich steht, nämlich eine Abfolge von Aminosäuren. Und das gucken wir uns jetzt an. Und dafür kann ich mich jetzt auch hinhocken, das ist sehr angenehm. Immer wenn man unten auf der entsprechenden Chart angekommen ist, darf man sich hinsetzen. Sehr schön. Also, das hier ist jetzt unsere RNA, dieses kleine Ding. Das ist jetzt in diesem Fall kürzer als unser DNA-Stück, was wir oben haben, was daran liegt, dass wir ja nur einen Teil unserer RNA brauchen, um jetzt ein sehr einfaches Protein herzustellen. Wir müssen also nicht die komplette DNA kopieren, sondern bloß den Teil, der jetzt für unser Vorhaben gerade wichtig ist, und das Ding nennt sich dann Gen. Ein Gen ist ein Stück DNA, das für ein bestimmtes Protein kodiert. Also mehrere Aminosäuren bilden zusammen ein Protein und das ist halt eben das, was auf einem Gen draufsteht. So einfach ist das im Prinzip auch schon. So, was wir jetzt dafür brauchen, ist wieder unsere RNA. Das ist dieses Ding hier unten, der blaue Strich. Habe ich jetzt hier mit Bindestrichen schon mal in die vier Triplets aufgeteilt, die wir hier haben, die für vier einzelne Aminosäuren kodieren. Was jetzt passiert, ist, dass dieses Ding hier mit Gesicht angeflogen kommt. Das ist ein Ribosom. Das besteht aus einer Untereinheit, hier mit Mund, und einer oberen Einheit, hier mit Augen und Haaren. Auf die Haare bin ich ja neidisch, ich habe sowas nicht unter Hut. Doch, ein bisschen schon noch. Und das Ding macht jetzt Folgendes. Das ist quasi, man kann sich das als die Fabrik vorstellen, die RNA entlang fährt. Die Fabrik, also das Ding bewegt sich in die Richtung, beziehungsweise man kann sich es auch so vorstellen, dass die RNA dadurch bewegt wird, wie einem das lieber ist. Realistischer ist wahrscheinlich, dass die RNA durch das Ribosom bewegt wird, nicht das Ribosom die RNA entlang. Und immer wenn das Ribosom quasi zu einem Triplet kommt, jetzt in diesem Fall ist es hier bei Guar angekommen, dann hockt sich das untere Teil drauf und das obere Teil. Und da wird erstmal registriert vom Ribosom, was habe ich denn hier? Ich habe hier GUA. Das Ribosom geht dann durch den Code der 20 Aminosäuren. Für welche Aminosäure steht jetzt GUA? Und dann kommt hier dieses Ding angeflogen. Das wird quasi angefordert vom Ribosom. Kann man sich ungefähr so vorstellen. Das ist eine tRNA. Das ist im Prinzip, ist eine tRNA nur ein Transportobjekt, was dafür da ist, eine Aminosäure anzuliefern. In diesem Fall ist das hier oben die Aminosäure, die klebt da dran. Und dieses Ding, was jetzt hier wieder auf dem Kopf stehendes T aussieht,
Das ist halt dafür da, diese Aminosäure zu transportieren, sozusagen das Schiffchen, mit dem die angekarrt werden. In diesem Fall ist es die DNA, die für GGU kodiert, weil sie hat hier unten ein CCA dran. CCA setzt sich auf GGU, damit ist das die für dieses Codon passt. Wenn unser Ribosom also jetzt weiterfährt, beziehungsweise die mRNA weiter durchs Ribosom gezogen wird und hier ankommt, dann ist hier die entsprechende tRNA schon da. Das Ribosom stellt fest, okay, die tRNA ist schon da. Dann brauche ich jetzt nur noch hier die Aminosäure, die an der tRNA klebt, nehmen und klebt die an den Rest dran, der sich schon oben quasi aus dem Ribosom rausdrückt. Das Ribosom produziert, und es kommt dann irgendwann aus dem Ribosom raus, eine ganze Kette jetzt von den einzelnen Aminosäuren, die ich hier als diese Kringel dargestellt habe. Und ich habe jetzt auch nochmal spaßeshalber eben in die Aminosäure reingeschrieben, was das früher für eine Sequenz auf der RNA gewesen ist. UGA, UGA, UCA, UCA. Die kommen dann da entsprechend raus. Gerade baut er die GUA, und wie gesagt, wenn er eins weiterfährt, dann würde er gerade GGU bauen, hier oben ist es schon, GGU. Und damit werden die immer aneinander geknüpft. Und das ist im Prinzip ganz einfach dargestellt auch schon der Prozess der Translation, der Umsetzung einer mRNA-Arbeitskopie der DNA in den entsprechenden Strang von Aminosäuren. Sind die fertig, alle vier, dann bilden sie zusammen eine spezifische Struktur. Also knödeln sich zu so einem kleinen Knödel zusammen, und dieser kleine Knödel, der macht dann irgendwas im Organismus. Wenn es ein Bakterium ist, könnte es zum Beispiel ein Enzym sein, was Milchzucker abbaut. Normalerweise haben wir es mit einem Bakterium zu tun, das keinen Milchzucker abbauen kann, aber es hat jetzt durch Zufall eben dieses Gen mutiert, mit dem man Milchzucker abbauen kann, beziehungsweise das Gen, worauf die Information enthalten ist, die zum Bau des entsprechenden Proteins führt, das dafür da ist, Milchzucker aufzuspalten. Also kann unser Bakterium jetzt, da es dieses Gen gerade aus dem Nichts mutiert hat, Milchzucker fressen, was es sonst nicht könnte. Ist also jetzt ein viel besseres, erfolgreicheres Bakterium. Das verschafft ihm jetzt einen evolutionären Vorteil. Denn es ist jetzt das einzige Bakterium weit und breit, das sich von Milchzucker ernähren kann. Damit, weil viel Milchzucker vorhanden ist, weil die anderen können da alle nichts mit anfangen, kann es sich jetzt wunderbar vermehren, jede Menge Klone von sich selbst herstellen und wird dann relativ schnell die dominierende Art von Bakterium, die alle genetisch identisch sind, weil es ja Klone sind, wenn sich Bakterien vermehren, im entsprechenden Tümpel sein, weil es Milchzucker abbauen kann, der hier gerade jetzt aus welchen Gründen auch immer in größeren Mengen vorkommt, in unserem fiktiven Beispiel. Ja, das ist also so in ganz einfach, wie die DNA funktioniert, was da draufsteht, wie das umgesetzt werden kann in ein entsprechendes Protein. Und weil es jetzt schon spät ist, wollte ich eigentlich heute noch machen, mache ich jetzt aber doch nicht, werden wir uns dann nächstes Mal damit beschäftigen, wie denn jetzt nun das eigentlich gesteuert wird. Man spricht von der Regulation der Genexpression. Weil momentan haben wir ja bloß eine DNA und da sind Gene drauf und die Gene bilden bestimmte Proteine und das wird alles nach und nach kopiert zu einer Arbeitskopie und die wird umgesetzt in einen Haufen Aminosäuren. Alles, was da drauf steht. Jetzt kann das aber unter Umständen blöd sein, weil das braucht ja auch Energie. Dieser Prozess hier ist energieverbrauchend. Das heißt, unser Bakterium baut momentan alles, was es bauen kann, egal ob es das braucht oder nicht. Wir haben also den Bauplan für alles, was notwendig ist. Wir haben aber niemand, der uns sagt, was davon, von allem, was baubar ist, jetzt überhaupt gebaut werden soll. Das ist so quasi das Mastermind dahinter, was überhaupt beeinflusst, welcher Teil des großen Plans umgesetzt werden soll. Und da setzt eben die Regulation der Genexpression ein. Genexpression ist quasi die Umsetzung von Gen zu Aminosäure. Dieser gesamte Prozess, den ich hier dargestellt habe, könnte man auch als Genexpression bezeichnen.
Und das muss irgendwie reguliert werden, sonst gibt es einen Überschuss an zum Beispiel laktoseabbauenden Proteinen, die man gar nicht in der riesigen Menge braucht, wie sie hier jetzt nonstop immer kontinuierlich produziert werden, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Ja, wie gesagt, das ist Thema der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und dann geht es bald, hoffe ich, bald Überstunden, Überstunden, Überstunden. Ich komme zu nichts. Trotzdem weiter. Macht's gut.